Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Natürlich mit Alfred Maidon, schön, dass du da bist. Hallo. Wir schauen auf diverse Aktien und auf den deutschen Leitindex. Gleich mal zu Beginn. Jetzt sind wir in der letzten Woche schon über 3% gefallen. Gestern ging es noch ein Stückchen bergab. Müssen wir uns jetzt langsam Sorgen machen, was den Aufwärtstrend oder die aktuelle Lage des DAX angeht? Ja, also ich bin jetzt kein Charttechniker, aber man sieht es ja schon ganz gut, dass das nicht mehr so schön aussieht. Also dieser Trend, den wir da hatten, der ist auf jeden Fall vorbei. Wir laufen im Prinzip jetzt seit Anfang Mai seitwärts und laufen jetzt sogar Gefahr, diese Seitwärtswellen nach unten zu verlassen. So die Marke von 12.000 ist nicht so ganz ohne, da haben wir uns ja schon angenähert, also zumindest Richtung unter 12.200 waren wir schon. Das Problem ist so ein bisschen, klar, wir haben Sommer, es wird ohnehin nicht viel gehandelt. Dann haben wir aber auch DAX-spezifische Probleme. Es gibt einige Werte, die sehr schwach sind. Die Autos, da kommen wir gleich noch drauf, die sind sehr schwach gewesen, gerade in letzter Zeit. Und das drückt natürlich den DAX. Sie machen immerhin rund so 12-13% vom DAX aus. Denn wenn man sich mal anschaut, die Amerikaner, der Nasdaq gestern wieder ein neues Rekordhoch gemacht sogar, der Dow Jones noch knapp unter Rekordhoch. Da zeigt sich schon, der DAX ist sehr schwach. Kann auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass der Euro so stark ist. Das drückt natürlich auf die deutschen Exportwerte und das hilft den US-Exportwerten. Also da ist doch einiges, so ein bisschen unterschiedlich im Moment die Entwicklung. Soweit, es sieht gefährlich aus, aber das, wie gesagt, liegt unter anderem auch an den schwachen Autowerten, muss man ganz klar sagen. Aber womit rechnest du dann jetzt in der nächsten Zeit, dass es wieder Erholung geben kann? Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier eine größere Korrektur bekommen, es sei denn, die Amerikaner korrigieren auch, dann könntest du den DAX auch nochmal treffen. Ich glaube eher, dass die Ergebnissaison, die ja gerade läuft, sehr gut wird insgesamt und dass das die Märkte beflügeln wird und ich glaube, dann wird auch der DAX sich wieder fangen und es gibt ja noch genug andere Werte, die gut laufen können. Genau, wir kommen aber jetzt zu denen, die nicht gut laufen, zu den Autobauern, die du schon erwähnt hast. Wir haben den Abgasskandal kaum vergessen oder eigentlich noch gar nicht vergessen. Da gibt es schon den nächsten Stichwort Absprache. Sie haben jetzt teilweise schon zugegeben, dass es die gab, diese Absprachen. Die anderen haben es ein bisschen dementiert. Was ist an der ganzen Sache dran? Was kommt auch vielleicht an Strafen oder so weiter auf die Autobauer zu? Wir sind jetzt hier Volkswagen, wir schauen aber auch gleich noch auf die nächsten. Ja, das ist alles noch komplett offen. Also der Spiegel hat das Ganze losgetrieben mit einem Bericht. Das ist eine Selbstanzeige von VW. Geben soll. Also die gibt es wohl dann auch. Also der Spiegel denkt sich das ja sicherlich nicht aus. Also kann man davon ausgehen. Das ist wahrscheinlich schon im Sommer letzten Jahres passiert, dass VW gesagt hat, wir haben wahrscheinlich gegen das Kartellrecht verstoßen. Man hat gesagt, was man getan hat. Man hat sich abgesprochen mit BMW, mit Daimler seit über 20 Jahren. Es gab sogenannte Arbeitskreise. Offensichtlich hat jetzt Daimler gesagt, wir haben aber schon für eher gesagt, dass wir böse waren, in Anführungszeichen. Das ist ganz wichtig, denn wer zuerst kommt und das anzeigt, geht vielleicht sogar straffrei aus. Die anderen müssen mit recht hohen Strafen rechnen. Es gibt da jetzt Schätzungen, wie hoch diese Strafen sein könnten. Das ist natürlich reine Spekulation. Es könnte sogar in den zweistelligen Milliardenbereich gehen, im allerschlimmsten Fall. Aber was natürlich viel schwerer wiegt, ist ohnehin der Imageschaden. Ohnehin die Autohersteller ja schon stark angeschlagen durch den Dieselskandal. Jetzt kommt auch noch das mit dazu. Es könnten hinten raus dann auch noch Schadenersatzklagen von den Verbrauchern kommen, weil man eventuell die Autos zu teuer gekauft hat. Also das Problem ist ein bisschen, dass alle im Moment noch mauern. Keiner sagt was dazu und das ist natürlich ganz schlimm für die Börse. Unsicherheit ist der größte Feind. Das ist auch der Grund, warum die Aktien, gerade auch Volkswagen, jetzt wieder recht stark unter Druck gekommen sind. Und ja, bei den anderen sieht es auch nicht viel besser aus. Das schauen wir uns einfach gleich mal an. Als nächstes schauen wir auf Daimler. Auch da, ob sie sich jetzt als erstes angezeigt haben oder nicht, wir wissen es noch nicht, aber die Aktie, das ist mir deutlich unter Druck. Ja, sieht wirklich fatal aus. Also im Prinzip ging es ja schon hier los. Ich habe ja schon zu Jahresanfang gesagt, das wird für die Autobauer ein sehr schwieriges Jahr. Es war natürlich nicht absehbar, dass es so schlimm kommt, aber es hat sich schon abgezeichnet. China läuft nicht mehr so rund wie die Jahre zuvor. Das Wachstum geht zurück, die Elektromobilität kommt schneller als gedacht. Da ist man eben auch noch nicht so richtig dabei und man muss viel investieren. Jetzt auch noch die Geschichte dazu. Also Daimler mittlerweile, glaube ich, der schlechteste DAX-Wert in diesem Jahr mit 14% minus ungefähr. Und ja, die Frage ist, wie weit kann es noch gehen? Also im Moment sieht es so aus, als wenn wir da den Boden noch gar nicht gesehen haben. Ein bisschen Entspannung könnten die Zahlen bringen, die morgen veröffentlicht werden. Also am Mittwoch, das könnte ein bisschen Erholung geben, die werden wohl sehr gut werden. Aber ich glaube, dass diese neue Kartellgeschichte die Autowerte noch recht lange belastet, weil solange da nicht die Karten auf den Tisch kommen, und das ist jetzt erforderlich, will die Börse erstmal abwarten und keiner will investiert sein. Kann ich auch verstehen. Absolut. Und da sieht man auch, jetzt haben wir noch den dritten Wert im Bunde, BMW, da ebenfalls die Verluste auch da jetzt deutlich unter der 200-Tage-Linie. Ja, BMW war irgendwie immer so ein bisschen außen vor, aber jetzt läuft natürlich Gefahr, wenn die anderen tatsächlich mit ihren Selbstanzeigen so schnell sind, dass BMW da hinten dran hängt. BMW hat schon gesagt, man hat sich nichts vorzuwerfen, aber das haben andere auch schon gesagt. Also auch BMW ist eine Aktie charttechnisch angeschlagen. Auch die Probleme mit der Elektromobilität, das gleiche Thema. Auch im Moment muss man sicherlich nicht haben.
denn ich halte mir nicht unnötige Risiken auf. Aktien sind ohnehin schon Risikopapiere und da brauche ich nicht noch zusätzliches Abwärtspotenzial oder zusätzliches Risiko eben. Dann wechseln wir jetzt zu den Elektroautobauern. An der Stelle zu Tesla. Haben wir oft drüber gesprochen. Du hast oft deine positive Meinung quasi hier diesbezüglich kundgetan. Das Modell 3 ist ja jetzt, ich weiß gar nicht, wurde schon der ersten Wagen ausgeliefert? Der erste. Eins ist ausgeliefert worden. Ja. Und die anderen folgen jetzt hoffentlich. Ja, es folgen am Freitag wahrscheinlich 29 weitere. Also dann kommt man auf 30. Das ist natürlich noch nicht viel. Aber dieser Freitag ist soweit ganz interessant, weil es gibt eine Präsentation, wo diese 30 ersten Autos persönlich von Elon Musk an die Kunden übergeben werden. Und da wird man sicherlich noch ein paar mehr Details erfahren zum Auto. Ist ja noch nicht so ganz alles klar, vor allem wie es innen drin aussieht. Und es kann gut sein, dass jetzt dieser jüngste Anstieg so ein bisschen die Vorfreude auf dieses Event am Freitag ist. Vielleicht hoffen einige Investoren darauf, dass da was ganz Neues verkündet wird, irgendwas Kursrelevantes. Kann durchaus passieren. Elon Musk ist immer für Überraschungen gut. Nichtsdestotrotz, ich habe es ja hier gesagt, die Aktie hat Korrekturbedarf. Also nicht hier genau, vielleicht habe ich es auch schon hier gesagt. Sie ist dann korrigiert, auch ganz ideal in diesen Bereich hinein. Und jetzt von da aus, glaube ich, würde ich eher wieder nach oben gehen. Es wird davon viel abhängen, ob die Produktion wirklich in den nächsten Monaten hochgefahren werden kann, dass man im Dezember auf die angepeilten 20.000 Stück kommt im Monat. Wenn das gelingt, dann glaube ich, spricht nichts dagegen, dass die Aktie auch wieder Fahrt nach oben aufnimmt. Nochmal, Tesla war noch nie günstig, ist auch jetzt nicht günstig, aber ich glaube, viel günstiger wird es von jetzt ab nicht. Also wer noch nicht dabei ist, sollte sich jetzt sputen, denn ich glaube, viel günstiger bekommt man die Aktie wohl nicht mehr. Wir schauen auf BYD noch, da haben wir auch gerade schon drüber geredet. Gibt es einen Großauftrag? Großauftrag, aber immerhin, aus Großbritannien. Ja, es gab einen neuen Auftrag über 30 weitere Busse. Ich glaube, jetzt hat man schon insgesamt 90 nach Großbritannien geliefert. Elektrobusse, logischerweise. Ohnehin im Busgeschäft ist BYD sehr stark. Man baut jetzt oder hat ein neues Werk oder das Werk in den USA ausgebaut. Und dieser Bereich brummt. Und jetzt kommt also das Autogeschäft wieder in Schwung. Man hat im Juni einen Rekordabsatz gehabt, über 11.000 Elektroautos verkauft. Und das ist ganz wichtig. In den ersten Monaten hat ja BYD gelitten unter diesen Zulassungsproblemen in China, unter der Verkürzung der Elektroautoförderung. Das hat zu Problemen geführt. Das hat man jetzt behoben. Jetzt ist man wieder richtig in der Spur. Die Aktie allerdings hat es nicht ganz geschafft, nach oben auszubrechen. In Hongkong-Dollar war sie schon mal von neues Allzeithoch gestiegen, ist es wieder leicht zurückgekommen. Aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, wann endlich die Aktie wieder Fahrt nach oben aufnimmt. Denn diese Konsolidierung ist jetzt, glaube ich, kurz vor dem Ende. Es fehlt nur noch irgendwie der letzte große Schnaps und von der Bewertung her hat BYD ohnehin noch viel Platz nach oben. Wir schauen noch auf Alphabet, da gab es schon Zahlen gestern Abend und es läuft gut für den Konzern, aber man hat so eine Strafzahlung, die das Ganze ein bisschen verhagelt, die Bilanz. Ja, die Strafzahlung war ja bekannt, also das ist ja nichts Neues gewesen. Entscheidend war eigentlich, dass die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn knapp übertroffen worden sind und trotzdem ist die Aktie nachbörslich unter Druck gekommen und das liegt so ein bisschen einfach daran, dass natürlich, man sieht, die Aktie ist gut gelaufen dieses Jahr und da ist die Erwartungshaltung eben doch noch ein bisschen größer und man muss da nicht nur gute, sondern man muss herausragende Zahlen bringen. Und das hat Google eben nicht geschafft und deswegen ist die Aktie etwas unter Druck. Nichtsdestotrotz, die Quartalssaison insgesamt läuft ausgesprochen gut. Man liegt, ich glaube 77% der Firmen liegen sogar über den Umsatzerwartungen, die bisher ihre Zahlen gemeldet haben und das ist ein sehr starker Wert gerade. Das Umsatzwachstum ist wichtig, das haben mir viele bemängelt, dass das in den letzten Quartalen nicht so gut ausgefallen ist. Und diese Woche wird ganz wichtig, 180 Firmen aus dem S&P 500 werden Zahlen melden. Darunter dann auch Facebook diese Woche noch, Amazon diese Woche noch. Also das wird interessant, ob dann der Markt die Erwartungen oder die Firmen die Erwartungen schlagen können und dann vielleicht tatsächlich die Märkte weiter nach oben treiben werden. Jinko Solar, da müssen wir noch ein bisschen länger auf die Zahlen warten. Wir haben gerade darüber gesprochen, die kommen dann im August in ein paar Wochen. Was sind denn hier die Erwartungen? Haben wir auch hohe Erwartungen an den Konzern? Es sieht danach aus. Es gab ja jetzt die Zubaut-Zahlen für den chinesischen Solarmarkt. Die sind extrem gut ausgefallen. Also ich glaube, es waren über 17 Gigawatt. Das ist Wahnsinn, kann man fast schon sagen. Und davon wird Jinko Solar profitiert haben. Dann habe ich jetzt gehört, dass die Modulpreise seit einiger Zeit sogar leicht anziehen, was auch sehr gut ist. Denn man hatte ja in den letzten zwei Jahren mit extrem fallenden Preisen zu kämpfen. Also diese ganze Gemengelage sieht verdammt gut aus, muss man jetzt sagen, dass auch dieser Anstieg vollkommen gerechtfertigt ist. Und ich hatte ja erst gedacht, die Aktie wird man konsolidieren, hat sie auch kurz, aber es sieht danach aus, als wenn tatsächlich dieser Anstieg weitergeht. Und von der Bewertung her ist das vollkommen in Ordnung, denn die Aktie kann sich jetzt nochmal verdoppeln und wäre dann vielleicht fair bewertet. Aber diese faire Bewertung hat Jinko Solar lange nicht gesehen. Die Solarbranche war lange unter Druck und es wird ein bisschen dauern, bis das passiert. Aber ich glaube, im Moment ist sicherlich kein Zeitpunkt hier zu verkaufen, sondern wer die Aktie hat, weiter behalten. Und ja, eventuell kann man sogar noch kaufen. Gut, dann das war's für heute. Vielen Dank für deine Meinung quasi, Alfred. Danke auch Ihnen. Seien Sie beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei, wenn Sie mögen. Bis dahin.